Wir starten in eine neue Nachrichtenwoche. Wie schön, dass Sie mit dabei sind. Heute im Fokus diese Themen. Wetterchaos in Europa. Sturm, Regen und Schnee sorgen in Teilen Italiens weiter für Probleme. In Österreich kam ein Mann bei einem Erdrutsch ums Leben. Digitales Entwicklungsland Deutschland. Diesen Ruf will die Bundesregierung abschütteln und stellt viel Geld für bessere Handynetze in Aussicht. Und weiter Unruhen im Iran. Präsident Rouhani hält trotzdem an der Benzinpreiserhöhung fest und verurteilt Vandalismus. Heftige Niederschläge haben den Süden und Westen Österreichs weiter fest im Griff. Viele Menschen sitzen nach dem Abgang von Schnee- oder Schlammlawinen in ihren Häusern fest. Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen. Tausende Haushalte sind ohne Strom. Inzwischen gibt es auch einen Toten zu beklagen. Österreich hat weiter mit den Folgen der schweren Schnee- und Regenfälle der vergangenen Tage zu kämpfen. In der Gemeinde Bad Gastein südlich von Salzburg wurden zwei Häuser durch eine Schlammlawine aufeinander geschoben. Zwei Frauen konnten aus den Trümmern gerettet werden. Für einen 80-Jährigen aus Bad Kleinkirchheim in Kärnten kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur tot aus einer Schlamm- und Gerölllawine geborgen werden. Im Murtal in der Steiermark zerstörte eine Hanglawine das Gleisbett der Murtalbahn. Die Strecke wurde gesperrt. Aufgrund der anhaltenden Lawinengefahr sowie Oberleitungsschäden wurden weitere Bahnstrecken und zahlreiche Straßen auch in anderen Landesteilen zwischenzeitlich gesperrt, wie österreichische Medien berichteten. Die Hochwasserlage im steirischen Preetlitz beruhigte sich demnach wieder. Die Evakuierungen wurden aufgehoben. In Teilen Österreichs hat es im laufenden Monat bereits viermal so viel geregnet und geschneit wie sonst in einem gesamten November. Die heftigen Schnee- und Regenfälle hatten am Mittwoch begonnen. Besonders betroffen waren seitdem Osttirol, das südliche Salzburger Land und auch das italienische Südtirol sowie Teile Kärntens. Der Pegel des Farkasees bei Villach in Kärnten stieg laut Berichten auf ein 100-Jahres-Hoch. Da es am Dienstag erneut regnen und schneien soll, sind weitere Hangrutschungen oder Lawinen nicht ausgeschlossen. Ab Mittwoch soll sich das Wetter in Österreich beruhigen. In Venedig können die Menschen dagegen etwas aufatmen. Seit einer Woche kämpften sie gegen extremes Hochwasser. Jetzt endlich gehen die Pegelstände zurück. Der Markusplatz kann betreten werden, ohne nasse Füße zu bekommen. In den Schulen wurde der Unterricht wieder aufgenommen. Auch in anderen Teilen Italiens gibt es Entwarnung. Nach tagelangen sintflutartigen Regenfällen entspannt sich die Lage in der Toskana allmählich wieder. Die Wasserstände der Flüsse, darunter der Arno, gingen leicht zurück. Florenz und Pisa gelten als nicht mehr gefährdet. Zuvor waren Anwohner und Touristen gewarnt worden, sich von den Ufern fernzuhalten. Straßen entlang des Arnos wurden vorsorglich geräumt und Sandsäcke aufgetürmt. Auch in der norditalienischen Region Emilia sinken die Pegel nach starkem Regen wieder. Wie in der Toskana war die Feuerwehr hier hunderte Male ausgerückt. Dabei kamen auch spezielle Luftkissenboote zum Einsatz. In der Provinz Modena bleibt die Situation unterdessen kritisch. Ein Teil der Uferbefestigung des Kanals Diversivo wurde beschädigt, die Landschaft überschwemmt. Einsatzkräfte sind vor Ort. In Venedig rechnet Bürgermeister Luigi Brugnaro mit Schäden in Milliardenhöhe. Darin nicht enthalten das Ausmaß der Zerstörung an der Küste zwischen dem Po-Delta und der Region Friuli. In Jesolo wurden Deiche durch die Sturmfluten abgetragen, Fabrikgebäude und Kiefernwälder stark in Mitleidenschaft gezogen. Allein hier soll ein Schaden von rund 6 Millionen Euro entstanden sein. Falls Sie in Deutschland leben, besonders auf dem Land, haben Sie es sicherlich selbst schon oft erlebt. Handygespräche brechen mittendrin ab oder man hat gleich gar kein Netz. Oft dann, wenn man es am dringendsten braucht. Schuld sind die vielen Funklöcher. Rund 5000 gibt es davon in Deutschland. Die Bundesregierung hat jetzt versprochen, diese Funklöcher in den nächsten 2 bis 3 Jahren zu stopfen. Deutschland will mehr als 1 Milliarde Euro in den Mobilfunkausbau investieren.
Das teilte die Regierung während ihrer Digitalklausur in Schloss Meseberg mit. Um die Funklöcher zu stopfen, haben die Mobilfunkanbieter laut Verkehrs- und Digitalminister Andreas Scheuer angekündigt, 6.000 neue Mobilfunkmasten zu bauen. Der Staat wolle durch den Bau 5.000 zusätzlicher Anlagen dafür sorgen, dass fast 100% der Haushalte versorgt werden. Ein Problem sei die Skepsis in der Bevölkerung. Um dagegen anzugehen, sei eine Kommunikationskampagne geplant. Genehmigungsverfahren sollten beschleunigt werden. Deutschland habe beim Netzausbau Nachholbedarf, so der Minister. Es gebe zu viele weiße Flecken. Der Digitalverband Bitkom kritisierte, die Bundesregierung habe sich bisher mehr auf die Risiken als auf die Chancen der Digitalisierung konzentriert. Deutschlands Status als führende Industrienation sei dadurch bedroht. Am zweiten Tag der Klausur in Meseberg berät das Kabinett über weitere Aspekte des Digitalausbaus wie Datenkompetenz in der Bildung. Zudem soll auch die umstrittene Beteiligung des chinesischen Telekommunikationsausrüsters Huawei am Ausbau des deutschen 5G-Mobilfunknetzes Thema sein. Eine größere Gruppe von Unionsabgeordneten will diese verhindern und brachte einen entsprechenden Antrag für den Parteitag Ende der Woche ein. Vor uns liegt viel Arbeit. Mit diesen Worten brachte es Angela Merkel heute zum Abschluss in Meseberg auf den Punkt. Wie weit der Weg hin zur Digitalisierung noch ist, zeigte sich heute auch auf ziemlich amüsante Weise in der ARD-Tagesschau. Eine Live-Schalte zum Anti-Funkloch-Treffen des Bundeskabinetts wurde unterbrochen. Der Grund? Vermutlich ein Funkloch. Die Kollegen nahmen es mit Humor und das Internet auch. Die ganze Geschichte können Sie auf de.euronews.com nachlesen. Blicken wir in den Iran. Dort wird das öffentliche Leben zurzeit von solchen Bildern bestimmt. Brennende Öldepots, Straßenblockaden, teils heftige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Inzwischen erreichen uns hier in der Nachrichtenredaktion von diesen Bildern nicht mehr so viele. Teheran hat das Internet lahmgelegt. Journalisten werden bei der Arbeit behindert. Auslöser der Unruhen war eine Spritpreiserhöhung. Trotz massiver landesweiter Proteste hält die iranische Regierung an der Rationierung und Verteuerung von Benzin fest. Teheran hat am Freitag wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise zu dieser Maßnahme gegriffen. Durch US-Sanktionen ist die nationale Währung Rial schon seit Monaten nur noch die Hälfte wert. Viele Iraner glauben aber nicht, dass eine Erhöhung des Benzinpreises Abhilfe schaffen könnte. Der iranische Journalist Hamid Reza Homayunifar erklärt, dass nur das Parlament diesen Entschluss noch hätte kippen können. Es habe dies bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen wohl auch versucht. Auch seien 3 oder 4 Abgeordnete zurückgetreten, weil die Regierung sie über die Entscheidung nicht informiert hatte. Aber letztlich sei die Entscheidung getroffen und nun sei nichts mehr daran zu ändern. Die iranische Regierung kündigte an, gegen Gewalt und Vandalismus konsequent vorzugehen. Sie dürfen protestieren, sie dürfen sogar die Regierung kritisieren, auch hart. Wir begrüßen das. Sie können sagen, was sie wollen. Aber wir müssen für Sicherheit in der Gesellschaft sorgen. Wie umfangreich die Proteste tatsächlich sind und wie hart die Sicherheitsbehörden dagegen vorgehen, ist aus unabhängigen Quellen kaum noch zu erfahren. Die Regierung hat das Internet weitgehend abschalten lassen. In Hongkong sind die Fronten verhärtet wie nie. Seit Tagen halten Demonstranten die Polytechnische Universität besetzt. Seit dem frühen Morgen eskaliert dort die Lage. Beide Seiten, Polizei und Protestierende, schrecken vor Gewalt nicht zurück. Die Gegend rund um den Campus gleicht einem Schlachtfeld. In Hongkong haben die Zusammenstöße zwischen den Demonstranten und der Polizei eine neue Ebene erreicht. In den vergangenen Tagen ist es zu den gewalttätigsten Ausschreitungen seit Beginn der Antiregierungsproteste vor rund 5 Monaten gekommen. Chinas Botschafter in London Liu Xiaoming wirft indes unter anderem Großbritannien vor, auf der Seite der Demonstranten zu stehen. Wir haben der britischen Seite unsere Position zu den unverantwortlichen Bemerkungen in Bezug auf Hongkong dargelegt. Ich denke, wenn die britische Regierung die Polizei Hongkongs kritisiert, kritisiert sie die Regierung Hongkongs für den Umgang mit der Situation. Sie mischen sich in innenpolitische Angelegenheiten Chinas ein. Sie geben an, neutral zu sein, aber in Wahrheit ergreifen sie Partei. They are balanced, but as a matter of fact, they are taking side.
Damit reagierte Liu Xiaoming auf einen veröffentlichten Bericht des britischen Parlaments über die Lage Hongkongs, in dem es auch um die Proteste geht. In Berlin verurteilte die Bundesregierung die Eskalation der Gewalt in Hongkong. Die Bundesregierung mahnt alle Seiten, die Demonstranten wie auch die Polizei, zur Zurückhaltung und zur Dialogbereitschaft und hofft, dass konkrete Maßnahmen der Deeskalation schnellstmöglich ergriffen werden, um zu einer friedlichen Lösung des Konflikts zu kommen. Unterdessen entschied das oberste Gericht Hongkongs, dass das Anfang Oktober von der Regierung verhängte Vermummungsverbot verfassungswidrig ist. Rechtliche Grundlage war ein Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit. Nach dem Brückeneinsturz nördlich von Toulouse geht die Suche nach Vermissten weiter. Ein Mensch kam ums Leben, weitere liegen teils schwer verletzt im Krankenhaus. Möglicherweise wurde das Unglück durch einen zu schweren Laster ausgelöst. In Frankreich ist beim Einsturz einer Brücke eine 15-Jährige ums Leben gekommen. In der Nähe von Toulouse wurden dabei mindestens 5 Menschen verletzt. Fahrzeuge stürzten ins Wasser. Das hat die zuständige Präfektur mitgeteilt. Die Suche nach mindestens einer weiteren Person dauerte zunächst an. Die 155 Meter lange Hängebrücke verband die Orte Mirepoix-sur-Tarn und Bessières. Die Brücke wurde in den 1930er Jahren gebaut, so Etienne Guyot, Präfekt von Haute-Garonne. Sie wurde den Vorschriften gemäß überprüft. 2017 wurde sie im Auftrag der Regierung inspiziert und dabei wurde nichts Beunruhigendes festgestellt. Dutzende Rettungskräfte rückten an, darunter auch Taucher. Zudem waren 3 Hubschrauber im Einsatz. Nach Angaben lokaler Medien hatte ein Lastwagen die Brücke passiert, der schwerer war als das zulässige Maximalgewicht. Die Präfektur bestätigte dies zunächst nicht. Die Olympischen Spiele holen sich das Online-Portal Airbnb als Sponsor ins Boot. Eine Zusammenarbeit, die vielerorts für Stirnrunzeln sorgt. Auch in Paris, wo 2024 die Sommerspiele stattfinden. In einem Brief verurteilte Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Entscheidung des IOC scharf. Airbnb steht schon lang in der Kritik. Der Vorwurf, es treibe die Mieten in vielen Metropolen in die Höhe, sodass sie für viele Einheimische unbezahlbar werden. Die Vermietungsplattform Airbnb wird einer der führenden Partner der Olympischen Spiele. Die Zusammenarbeit tritt mit den Spielen in Tokio im kommenden Jahr in Kraft und gilt bis 2028. Der Präsident des Olympischen Komitees, Thomas Bach, dazu: Diese innovative Partnerschaft ist Teil unserer Bemühungen, die Effizienz der Durchführung der Spiele nachhaltig zu gestalten. Airbnb teilte mit, die Partnerschaft umfasse insgesamt 5 olympische und paralympische Spiele, mit Begründer Joe Gebbia. Unsere Zusammenarbeit wird sicherstellen, dass die Spiele möglichst inklusiv verlaufen, offen und nachhaltig. Dies werde den Sportlern und den Gastgebern zugutekommen. Airbnb hatte bereits die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro im Jahr 2016 unterstützt. Das Unternehmen konnte damals die Kapazität von 257 zusätzlichen Hotels beisteuern, mit indirekten Einnahmen für die Gastgeber von rund 27 Millionen Euro. Die damalige Partnerschaft umfasste auch die Winterspiele in Pyeongchang im Jahr 2018. Die Zusammenarbeit soll helfen, Organisationskosten und den Bedarf an Neubauten zu reduzieren. Ja, und damit endet unser Nachrichtenjournal. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten und wünsche Ihnen einen schönen Abend.